Das Witcher-Universum. Eine Fantasiewelt, die unterschiedliche Wesen, Menschen und Monster beherbergt, nachdem ein kosmischer Event mehrere Planeten für einen Moment überschneidend in Kontakt gebracht hat, was als Sphärenkonjunktion bezeichnet wird. Geschaffen von Andrzej Sapkowski, einem polnischen Schriftsteller, der 1986 die erste Kurzgeschichte The Witcher veröffentlichte und von den Abenteuern des Protagonisten erzählt. Einem Witcher namens Geralt of Rivia, ursprünglich nur veröffentlicht, um damit an einem Wettbewerb des polnischen Magazins Fantastica teilzunehmen. Auch wenn hier nur Platz 3 erreicht wurde, war die Begeisterung bei den Lesern als auch bei den Kritikern extrem groß. Was Sapkowski überhaupt erst dazu bewegte, die Geschichte weiterzuführen und zu erweitern. Über weitere Kurzgeschichten formte sich die Vorgeschichte der Witcher, auf die etwas später 5 weitere Romane folgten. Die Romane, zusammen mit ausgewählten Kurzgeschichten, bildeten die Witcher-Saga. Und mit dem letzten veröffentlichten Roman, 1999, wurde auch inhaltlich die Geschichte abgeschlossen. Trotz Übersetzungen in 37 Sprachen wurde die Witcher-Saga nie zu einem internationalen Bucherfolg und blieb lange ein osteuropäisches Phänomen, bis der polnische Entwickler und Herausgeber von Videospielen namens CD Projekt Red die Rechte an der Witcher-Saga sicherte, um dann 2007 das erste Spiel der Witcher-Reihe zu veröffentlichen, gefolgt in 2011 vom zweiten Teil. Und mit Witcher 3 in 2015 wurde der bisher erfolgreichste Teil aus der Reihe veröffentlicht, das bisher mehr als 50 Millionen Mal verkauft wurde und zu Recht als eines der besten Spiele aller Zeiten eingestuft wird. Insgesamt hat sich die komplette Saga schon 75 Millionen Mal verkauft. Nennenswerter Nebeneffekt dieses Erfolges war der explosionsartige Anstieg beim Verkauf der Bücher. Und dieses Säulendiagramm versteht sich hoffentlich von selbst. Interessanter Nebenfakt. Sapkowski hatte die Rechte Ende der 90er für einmalig umgerechnet $9,500 verkauft. Und das komplett ohne Gewinnbeteiligung. What the shit? Da er sich einen Erfolg durch den damals noch unbekannten Hersteller nicht vorstellen konnte. What? 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 Was er spätestens nach 2015 und dem massiven Erfolg von Witcher 3 klar bereute und das selbst genauso in einem öffentlichen Interview gesagt hat. Was ihn nicht davon abgehalten hat, dann 2018 trotzdem auf Nachzahlung von 14 Millionen Euro zu klagen. Und hat damit CD Projekt natürlich in eine ungünstige Lage gebracht. Denn obwohl CD Projekt hier klar im Recht war, haben sie sich am Ende trotzdem außergerichtlich auf die Zahlung einer bestimmten Summe X geeinigt. Erstmal ganz schön viel Glück gehabt, würde ich sagen. Vor allem, wenn man dazu noch betrachtet, was zu dieser Entscheidung geführt hat. Er fand Videospiele einfach schon immer dumm und das hat sich bis heute nicht geändert. Videospiele sind dumm. Ausschlaggebend dafür war wohl eine Erfahrung mit Atari. Das hat gereicht. Was natürlich bedeutete, er hatte kein Interesse an dem Videospiel als Ergebnis und wollte nur ein bisschen Kohle abgreifen, so wie er selbst gesagt hat. Er hat selbst nie nachgefragt, er hat keine Fragen beantwortet, er stand nicht beratend zur Seite. Es war ihm egal. Er hat ihnen sogar die Rechte verkauft, machen zu können, was sie wollen. Genau genommen war er sogar richtig überheblich und hat ihnen gesagt, ihr wollt also eure eigenen Geschichten erzählen. Klar, warum nicht? Zeigt mal, was ihr drauf habt. Bitte, bitte. Und ja, sie haben es dann getan. Sie haben es ihm gezeigt. So sehr gezeigt, dass er gar nicht wirklich entscheiden kann, was ihn mehr annervt. Das ganze entgangene Geld oder doch der entgangene Ruhm. Und irgendwann musste selbst Sapkowski zugeben, dass die Spiele respektvoll mit seinem Quellmaterial umgegangen sind. 2 Jahre später, 2017, hat dann Netflix angekündigt, basierend auf den Büchern eine eigene TV-Serie produzieren zu wollen. Eigentlich ein absolut nachvollziehbarer Schritt. Der massive Erfolg bei den Games und der nachgelagerte Erfolg der Bücher hat klar gezeigt, dass es ein Publikum für diese Fantasy-Welt gibt. Doch jetzt 6 Jahre später sieht alles klar nach einem vorzeitigen Ende aus. Und wenn man ein bisschen genauer hinschaut, lässt sich sogar ziemlich leicht behaupten, dass das Witcher-Universum nie eine Chance hatte. Warum das so ist, geht interessanterweise mit den Beweggründen einher, die Henry Cavill dazu gebracht haben, frühzeitig nach der 3. Staffel das Witcher-Franchise zu verlassen und damit auch die Rolle des Geralt aufzugeben. Was für manche vielleicht etwas überraschend kam, da er unter bestimmten Bedingungen bereit war, 7 Staffeln lang diese Rolle zu spielen. Und wer ihn ein bisschen verfolgt, weiß, dass man regelmäßig solche Dinge in Interviews von ihm gehört hat. I'm a big gamer. I played the games and I read the books and I loved both of them. And played the Witcher games. I played The Witcher 3 through twice. This feels as a viewer like a role that you were born to play. Does it feel like that to you now? Like I was born for this. I'm incredibly fond of this character. And I will fight tooth and nail for him and to do him justice. Da steckt ganz schön viel Überzeugung und Ernsthaftigkeit in Henrys Blick.
Ich frage mich, ob Henrys Wertschätzung zu Problemen während der Produktion geführt hat. Wir werden es gleich zusammen rausfinden. Vorher noch ein Wort zum ersten Spin-off, Blood Origin. Das zweite große Problem in der Witcher-Welt. Ein katastrophaler Eigenversuch ohne Quellmaterial als Basis. Komplett befreit von Qualität in jedem vorstellbaren Bereich. Der beeindruckendste Nachweis, wie schlecht etwas werden kann, wenn deine Produktion von Beginn an jede Position nach ideologischer Pseudokorrektheit besetzt, wodurch Talent zu einem zufälligen Add-on wird. Angepriesen als die Show, die befreit von jeglicher bekannter Lore eine komplett eigene Geschichte erzählt, was dann intersektionaler Feminismus The Fantasy Show sein muss. Die Visualisierung der wahrscheinlich lächerlichsten Handlung, seitdem der frühe Mensch zum ersten Mal die Wände seiner Höhle bemalt hat. Wir haben in letzter Zeit einige Scheitern sehen, die alle gedacht haben, sie können die Werke von Tolkien, Sapkowski, George Lucas, Gene Roddenberry und vielen mehr verbessern, indem sie zeitlose Inhalte durch aktuelle ideologische Vorstellungen ersetzen. Und inmitten dieser Deus Ex Machinas der Franchise-Zerstörung finden wir auch Lauren Schmidt-Hisridge, die ein tadelloses Scheitern hingelegt hat, deren effektive Talentbefreitheit bisher einfach untergegangen ist. Neben all den Koryphäen der Zerstörung wie Kathleen Kennedy, Victoria Alonso und Jennifer Salke. Aber genau das möchte ich ändern. Um die gute Lauren etwas besser zu verstehen, gehen wir mal ins Jahr 2017, als bekannt wurde, dass eine unbekannte Lauren Hisridge sowohl ausführende Produzentin als auch Showrunner für eine Netflix-Witcher-Serie werden wird. Laut Artikel war sie angeblich Produzentin als auch Skriptschreiberin für Marvel's The Defenders und Daredevil. Wirklich Daredevil. Das wäre eine Goldreferenz mit Sternchen. Ich meine, auf Papier war selbst Kathleen Kennedy damals ein geeigneter Kandidat für Lucasfilm. So sehr kann man sich täuschen. Und ehrlich gesagt muss man so genau gar nicht hinschauen, ohne ihre Leistung schmälern zu wollen, aber bei 3 Folgen mitgewirkt zu haben in der 2. Staffel von Daredevil, das qualifiziert nicht dafür, eine neue Serie ins Leben zu rufen. Bei Daredevil kam sie in ein bestehendes Gefüge, eine funktionierende Welt. Bei The Witcher musste erstmal alles von Grund auf erschaffen werden, was etwas komplett anderes ist. Sie war keine ausführende Produzentin und hatte insgesamt einfach nichts mit dem Entstehungsprozess zu tun. Sie war auch nicht Teil des initialen Schreiberteams. Sie war nicht Teil dieses Entwicklungsprozesses. Und dann mal kurz ein Witcher-Universum oder Welt aus dem Boden zu stampfen, das ist schon ganz schön viel verlangt, ehrlich gesagt. Man muss ja leider dazu sagen, wenn man Anspruch hat, weil das Einzige, was Lauren wollte, war It's a Girlboss World. Und was schade ist, in den Händen von Genies wie Peter Jackson oder Irvin Kershner hätte daraus wirklich was Großartiges werden können. Die schon nachgewiesen haben, aus hervorragendem Quellmaterial ebenso großartige Filme machen zu können. Aber irgendwas muss es gewesen sein, mit dem sie letztendlich überzeugen konnte, da man ihr die komplette Verantwortung übertragen hat. Sie wurde ausführende Produzentin, Showrunner und hat sogar noch das Skript für die Witcher-Hauptserie geschrieben. Während sie bei Blood Origin angeblich nur die Ideengeberin für die Story war. Mittlerweile nach 2 Staffeln ist ziemlich offensichtlich, dass ihre Prämisse für The Witcher einmal das Hervorheben der weiblichen Charaktere war, bei gleichzeitiger bestmöglicher Vermeidung Geralt in Szene zu setzen und ausschließlich als eindimensionalen Charakter darzustellen. Was nichts ist, das unerwartet oder versteckt in die Serie eingebaut wurde. Da Hisridge schon im Oktober 2019 auf der Londoner Comic Con genau darüber gesprochen hat. Es war nicht einfach. No shit. Wer so anfängt, hat bei mir schon verloren, weil no shit Sherlock. Wenn es einfach wäre, könnte es jeder, oder? Christ's sake. Es sind 8 Bücher. Ich habe sie alle gelesen. Liebchen, das würde ich erwarten. Ich würde sogar erwarten, dass du Witcher 3 gespielt hast. Extrem viele Menschen kennen nur das Videospiel und bauen darauf ihre Erwartung auf. Du musst eine Brücke finden sogar zwischen 2 Medien, die erfolgreich Geschichten über Geralt of Rivia erzählt haben. Ich wusste, dass ich mit den Kurzgeschichten anfangen wollte. Darin wird erklärt, was die Witchers sind und so weiter. Also das Unwichtige quasi. Aber ich wollte Ciri und Yennefer schon früher in der Geschichte einführen. What? Okay, du wolltest also doch nicht mit den Kurzgeschichten anfangen? Sich ein paar Elemente rauszupicken aus den Vorgeschichten, um diese mit Storylines von Ciri und Yennefer aus anderen Büchern zu vermixen, damit du gleich deine Girlpower von Beginn an hast, bedeutet nicht, dem Quellmaterial treu zu bleiben. Ihr lernt Ciri früher kennen, um sie zu verstehen, bevor sie mit anderen interagiert. Ja, aber warum, Lauren? What the fuck? Are you talking about? Warum ist es nicht dein primäres Interesse, zuerst den Witcher zu etablieren? Speziell, wenn die Show The Witcher heißt. Aber du sagst den Leuten gerade, dass in The Witcher weniger Witcher sein wird, weil du deine 2 Powerpuff-Girls vorab präsentieren möchtest. Und aus irgendeinem Grund ist das wichtig. Du sagst aber nicht, warum. Während die Kurzgeschichten aus Geralts Perspektive erzählt werden, stehen in der Serie die weiblichen Charaktere Yennefer und Ciri von Anfang an im Mittelpunkt der Geschichte. No! Is that like a personal attack or something? No! Das ist nötig, um beide zu verstehen, bevor sie aus der Sicht eines anderen gesehen werden. Jesus Christ. Bla bla bla. Bla bla bla.
Nein, es ist nicht nötig. Das ist das, was du behauptest. Du hast etwas geschrieben, was aus deiner Sicht angeblich erfordert, dass wir die Mädels unabhängig von allen anderen kennenlernen. Was aber bisher immer noch fehlt, liebe Lauren, ist der Grund dafür. Du behauptest nur und begründest nicht. Also ich sehe hier einiges an subjektiver Willkür, um deine persönlichen Ziele zu erreichen. Und ich glaube, am liebsten wäre dir, wenn Geralt gar nicht dabei wäre. Es ist wichtig, dass Ciri und Jen zu ihrem Recht kommen. Wir müssen sie alle einzeln verstehen, damit wir sie zusammen verstehen können. Right. Nein, müssen wir nicht. Du wiederholst dich, Lauren. Schade, dass sich keiner gefragt hat, warum nicht einfach Yennefer und Ciri aus der ersten Staffel weglassen. Ha. Und stattdessen, I don't know, uns vielleicht Geralt The Witcher näher bringen. The Witcher aus der gleichnamigen Serie The Witcher. Also das wäre das gewesen, was die 100% der Fans auf Buch- und Game-Seite, was die erwartet haben. Aber genauso wie deine Franchise-zerstörenden Schwestern. Dachtest du eben auch, du hast das Rad neu erfunden? Mit dem Prinzip, ersetze männliche Hauptfigur durch super strong female character. Super awesome girl boss. Kathleen Kennedy wollte damals auch jedem erzählen. The Force is female. Und sie wollte auch unbedingt ihre Rey haben. So früh wie möglich. Hat richtig gut funktioniert. Aber man muss euch danken, dass ihr euch nie zurückhalten könnt mit dem, was ihr eigentlich vorhabt. Und interessant, dass auf der Londoner Comic Con der in England lebende Brite Henry Cavill, der quasi Hauptcharakter deiner Show, angeblich verhindert war und nicht teilnehmen konnte. Oder vielleicht sollte. Also ich gehe mal von der starken Annahme aus, dass es für dich immer ziemlich unangenehm ist, wenn Henry mit dabei ist. Dieser nervige Fanliebling, der ständig darüber spricht, dass er die Games gezockt hat. So play The Witcher 3 through twice. Und die Bücher liebt und sicherstellen will, dass Geralt würdig gemäß den Büchern dargestellt wird. And I will fight tooth and nail for him and to do him justice. Also all dieser nervige Quatsch, den du so hart versuchst, in deiner Show zu vermeiden. Und sollte er mal nicht dabei sein, so wie in London, dann offenbarst du dich ja geradezu. Du hast die ganze Show eigentlich nur über Yennefer und Ciri angepriesen. Und so ein bisschen Henry seine Stunts selber macht und voll oft zu sehen ist. Agree to disagree. Daher war ich auch alles andere als überrascht, als zu lesen war. Lauren Hissrich fand Henry Cavill wegen seines übermäßigen Enthusiasmus für die Rolle des Geralt, Zitat, wirklich nervig. Wow. Ja, glaube ich sofort, dass sie das so empfunden hat. Aktuell am Empfinden ist und nie aufhören wird, das so zu empfinden. Henry ist für sie und was sie mit dem Franchise vorhat, der natürliche Feind. Henry Cavill ist der Super-Nerd in Göttergestalt, behaftet mit der legendären Geschichte, den Anruf von Zack Snyder verpasst zu haben, als er ihm mitteilen wollte, die Rolle des Superman zu haben, weil er am Zocken und zu vertieft war in World of Warcraft. Absolutely, yeah. I was playing a game called World of Warcraft. And I missed the call from Zack Snyder to tell me I got Superman. But like, did you hear the phone ringing? I did. And you chose to ignore it? Absolutely. Ich meine, kennt ihr noch einen Schauspieler, der Videos darüber online stellt, wie er selber seinen ersten eigenen PC zusammenbaut? Nicht, dass es hier auch nur im Ansatz um Rocket Science geht. Ist nur so eine kleine Side-Note, die immer wieder so unterstreicht, dass unser Henry ganz schön nerdy ist. Okay, was genau bedeutet jetzt, wirklich nervig zu sein? Aus Sicht von Lauren Hissrich. Noch bevor Bekanntgabe, dass es eine Netflix-Serie geben wird, hat Henry Cavill Folgendes über Witcher 3 auf der San Diego Comic-Con gesagt. Ich bin ein Gamer, ich habe mich sehr für die Games begeistert. Hoffentlich machen sie daraus eine Fernsehserie oder einen Film. Und nach der Bekanntgabe, dass Netflix tatsächlich eine Serie produzieren wird, lief es folgendermaßen. In einem Interview mit Vulture bestätigte Henry, dass er seine Agenten dazu drängte. Zitat: Es war etwas, das ich nicht an mir vorbeiziehen lassen wollte, ohne mein Bestes zu geben. Ich habe meine Agenten die ganze Zeit genervt, aber sie sagten, sie sind nicht bereit. Sie im Grunde in Form von Lauren Hissrich. Aus deren Sicht die Situation folgendermaßen abgelaufen ist. Henry drängte weiterhin auf ein Treffen durch seine Agenten und nach wiederholten Versuchen erklärte sich Hissrich irgendwann zu einem Treffen bereit. Da, Zitat, er wirklich nervig war. Ich werde mich mit dir treffen. Für die Show gibt es doch kein grünes Licht. Da ist nichts. Besten Dank. Jetzt muss ich erstmal die Serie schreiben.
Ich meine, was schätzt ihr, worum es Henry ging im ersten Moment? Vielleicht tatsächlich schon die Inhalte besprechen, was bei ihm sein kann? Oder eher einfach einen Top-Spot zu bekommen, wenn es ums Casting geht? Eventuell ein Bewerbungsvideo einschicken zu dürfen? Mindestens sollte man mal seine Leidenschaft anerkennen und respektieren. Das bedeutet nicht, dass er automatisch die Rolle bekommen soll. Aber er ist nicht irgendjemand und er hat eine Historie, die beweist, dass er Interesse hat. Und du lässt ihn ständig abblitzen und sprichst nicht mit ihm und beschwerst dich dann, weil er so sehr genervt hat, weil er sowas wie Leidenschaft empfindet als Schauspieler. Okay. Das Beste wäre gewesen zu sagen, du bist Henry Effing Cavill. Wir wären ganz schön dumm, wenn wir dich nicht engagieren würden. Ich meine, ist es nicht ziemlich schwach und respektlos Henry Cavill gegenüber, der zu dem Zeitpunkt schon ein Star war? Ich meine, er hat schon Superman im Snyderverse gespielt vor Christ's sake. Nachdem sie dann aber zugesagt hatte, sich mit ihm zu treffen, hat sie es noch schlimmer gemacht, indem sie ihn hat antreten lassen, nur damit sie ihm kurz darauf direkt absagen kann. Henry? I got in the room with Lauren Hesrick. We had a meeting. And I think a couple of days afterwards she said, look, no, the role's not for you, or it's not right. And so then I was crushed. Ich kann mir sie so richtig gut vorstellen, wie sie sich selber gesagt hat. Ich, super starke Frau, super strong woman, Lauren Hisrich, bin jetzt an der Macht, yeah. Und lass mir von keinem Mann mehr sagen, was ich tun soll, denn ich bin Lauren Hisrich. He's rich. Aber das Gute ist, sie hat die Situation danach noch schlimmer gemacht. Ich meine, wir alle wissen, dass Henry Cavill irgendwann den Job bekommen hat. So. Nachdem sie ihm abgesagt hatte, hat sie nicht weniger als 206 Kandidaten eingeladen. Und was hat unser Boy gemacht? Während Lauren gerade dabei war, das Skript zu schreiben und so ziemlich alles zu casten, was auf der Straße rumstand anscheinend. I resigned myself to that. I finished another playthrough of The Witcher. You all right? Ich meine, guckt euch nochmal dieses tief traurige Gesicht an. Selbst Schauspieler können das in dem Moment nicht so schauspielern. Da brauchen Schauspieler normalerweise 10 Takes für. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber diese 206, diese Anzahl, die klingt ziemlich nach Verzweiflung. Verzweifelt, jemand anderes zu finden. Der besser geeignet ist, Geralt zu spielen als Henry Effing Cavill. Ach, weißt du was, Henry, erzähl doch einfach mal kurz, wie hast du denn dann den Job bekommen? Erzähl doch mal. They said, look, okay, so they've done casting and... You don't have to do this, but do you want to audition? I was like, no, absolutely, I do. This is Geralt of Rivia and I want to audition him. Was für ein bizarrer Einstieg für Henry Cavill. Erst sich freiwillig anbieten, nur um von Lauren gesagt zu bekommen, geh nach Hause, die dann anschließend 206 Leute castet, nichts findet, um dann wieder zu Henry zurückzukehren. Wann genau hast du dann deine Zusage bekommen, Henry? And I think I was given the role later that day. Wow. Huh, interessant. Am selben Tag. Am selben Tag. Ich meine, welchen Grund könnte eine super starke Produzentin wie Lauren Schmidt-Hisrich haben, wirklich mit harten Mitteln versuchen zu vermeiden, dass Henry Cavill die Rolle des Geralt of Rivia bekommt? So do you correct people? I don't necessarily... I am effusive about getting the... being loyal to the source material. Let's put it that way. Ich bin überschwänglich, wenn es darum geht, dem Quellmaterial treu zu bleiben. And I just wanted to make sure that Geralt was represented as accurately as possible. Werde alles versuchen, damit der Charakter den Büchern gerecht wird. Man muss sich doch jetzt nur mal Hisrich vorstellen, wie sie gerade dabei ist, die Yennefer-Show und ihr Little Sidekick Geralt of Rivia zu schreiben, während sie immer wieder an Henry, den Superfan, denken musste. Ihr war sicher mehr als bewusst, dass Schwierigkeiten vorprogrammiert sind, wenn Henry Geralt spielen wird, der nicht nur darauf Wert legt, dem Quellmaterial treu zu bleiben und über tiefgehendes Wissen über die Witcher-Lore verfügt, das ihrem massiv überlegen ist, sondern dazu noch großes Interesse hat, dass in The Witcher über The Witcher, Geralt the Witcher, tatsächlich die Hauptrolle einnimmt. Selbst der Autor, Andrzej Sapkowski, der, wie wir schon gelernt haben, eine eher komplizierte Beziehung mit CD Projekt hatte, hat Henry in den höchsten Tönen gelobt. Ich war mehr als zufrieden mit Henry Cavills Auftritt als The Witcher, so Sapkowski gegenüber People. Er ist ein echter Profi. So wie Viggo Mortensen Aragorn sein Gesicht gegeben hat, so hat Henry Geralt seins gegeben. Und das soll für immer so bleiben. You
Währenddessen hat sich unsere Lauren gedacht, ich flex jetzt mal ein bisschen und zeig der Welt, wie progressiv modern meine Ansichten sind. Sommer 2019. Hisrich tweetet: Hallo aus London. Es ist ein interessanter Ort, um das Skript zu schreiben. Denn laut der Volkszählung von 2011 ist London eine der ethnisch vielfältigsten Städte der Welt. Die Vielfalt scheint hier organisch zu sein, während wir in Amerika nur darüber reden. Das ist die erste rote Flagge. Wie schon unzählige vor ihr, möchte sie ganz offensichtlich die Serie für ein sozialgesellschaftliches Statement nutzen, das amerikanische Verständnis von Diversität auf eine fiktive Welt anwenden zu wollen, deren Wurzeln in der europäischen Geschichte liegen, sollte ernsthaft verboten werden. Diese lächerliche amerikanische Sicht auf Diversität. Lauren hat als Amerikanerin überhaupt gar kein Konzept davon, was Diversität für einen Europäer bedeutet. Dann schreibt sie weiter: Die Bücher sind polnisch und voller slawischem Geist. Es war wichtig, diesen Ton auch in unserer Show beizubehalten. In diesem Sinne habe ich mich umgehört, vor allem bei polnischen Freunden. Kann man die slawische Kultur nur auf die Hautfarbe reduzieren? Die Antwort war eindeutig: Gott, wir hoffen nicht. So, hier zeigt sich schon extrem, wie eingeschränkt und limitiert ihre Sichtweise ist. Zu denken, dass es eine Bedeutung hat, was irgendwelche polnischen Freunde, die vielleicht oder vielleicht auch nicht existieren, auf eine schwachsinnige Frage geantwortet haben, ist beängstigend. Noch viel schlimmer ist die Sinnbefreitheit ihrer Frage. Natürlich ist die Antwort nein, schon allein, weil sich keine europäische Kultur auf genau eine einzelne Sache reduzieren lässt. Und am allerwenigsten so etwas wie Hautfarbe. Europa hat auf engstem Raum die größtmögliche Diversität, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Divers in Dingen wie Kultur, Küche, Architektur, Denkweise, Verhalten, Werten. Wir sind mit all dem aufgewachsen. Ebenso mit, dass manche Menschen heller sind und manche Menschen sind dunkler. Europäer sollten es eigentlich als Beleidigung empfinden, was die Amerikaner mit unserem europäischen Kulturgut machen. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema für ein ganz anderes Video. Die schlimmste Aussage ist jedoch: The Witcher ist wirklich interessant, wenn es um die Darstellung von Rassismus geht. Denn hier geht es um die Spezies, nicht um die Hautfarbe. Was Charaktere anders macht, ist die Form ihrer Ohren, ihre Größe und so weiter. Erstmal bravo, Star Trek nutzt dieses Prinzip schon seit den 1960ern. In den Büchern kümmert sich niemand um die Hautfarbe. In der Serie tut das auch niemand. Ziemlich gewagte Aussage, wenn man bedenkt, dass zwei der treibenden Faktoren für ihre Serien einmal intersektionaler Feminismus war und zum anderen ganz klar Hautfarbe und Rasse. Die Hautfarbe hat eine Rolle bestimmt in der Serie. Auf diese einzelnen Aussagen werden wir aber nochmal zurückkommen im Laufe dieser Ausarbeitung. Und wie es danach weiterging, das erfahrt ihr dann im nächsten Kapitel. Bis dahin, bye bye.